Dach und der Platzwart ist schon ja fleißig. Er ist immer fleißig. Also schon unten am Zaun am Löcher zugemacht, weil er wieder unten durchgekommen sind. Der Platzwart ist nur hier, selbst auf seine Geburtstagreihe hier. Also nochmal alles Gute, Stocki, ne? Dankeschön. Wie alt bist du jetzt geworden? Ach, zu alt. 35? 173 Schichten noch, dann bin ich Rentner. Und dafür habe ich mir gut gar. Das stimmt, 173 Schichten netto noch. 130 Tage Urlaub, also knapp noch 200 Schichten, dann bin ich Rentner. Ja, das ist doch mal ein Ziel, oder? Dann bin ich 8 Stunden hier am Platz, oder 10 oder 12. Oh nein! Sieht die Anlage noch besser aus als jetzt. Da geht ja kaum noch. Doch, dann ja. Ah ja, dann hätten wir das also auch geklärt und damit willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge Stauseekampfbahn. Hier sehen Sie es schon, die Jungs der ersten Mannschaft des TuS Haltern sind schon wieder in Action und schießen sich warm, denn das letzte Testspiel stand auf dem Programm natürlich unter der strengen Beobachtung der jungen, alten Garde, okay, nennen wir sie TuS Haltern Ultras, mit ihrem Anführer, dem wie immer gut gelaunten Rolf aus dem Kassenhäuschen. Ist ja heute ein schöner Tag schon mal. Wie die A-Jugend hat gegen Etus gewonnen, 2-0. Ne, ist das nicht schön. Na, Tim unglücklich verloren mit seiner B-Jugend gegen den Tabellenführer. Ah, da wollen wir schon mal erst mit dem Sonntagvormittag sehr zufrieden sein. Na, und jetzt gehen wir gleich mal weiter, wenn sie hier so. Die sind ja abgestiegen, die Gegner. Ne? Fußball-Allround-Experte Rolf wie immer im Bilde. Westfalia geben der Gegner des TuS an diesem Wochenende als Absteiger aktuell nur Bezirksligist. Aber in der ersten Hälfte hatten die TuS da so ihre Probleme. Der Knoten platzte erst in Halbzeit 2. Auch dank dieses Treffers von TuS-Stürmerkanone Maradana stand nach 90 Minuten ein 6:1-Erfolg auf dem Papier. Unter der Woche schauten wir dann mal wieder auf der TuS-Geschäftsstelle vorbei. Sie wissen es, dort arbeiten Tim und Tim, zwei Spieler aus der ersten Mannschaft. Beide wieder fleißig hier. Tim, der andere Tim, der führt bestimmt wieder Privatgespräche, oder? Ja. Mittwoch. Wie immer. Da spart er zu Hause die Telefonkosten. Kann er hier eben ein bisschen abklappern, ne? Seine Freunde und so. Nein, der klärt die Busfahrten für die Auswärtsspiele, an denen du ja jetzt auch teilnehmen wirst. Habt ihr denn da schon einen Ehrenplatz für mich reserviert? Ja, direkt neben dem Busfahrer. Tim und Struppi, Tim und Tim, wie immer zu Späßen aufgelegt. Das hier ist übrigens leider nicht der Bus, von dem gerade die Rede war. Mama, was ist das denn? Ja, das ist unser neuer TuS-Bulli. Kommt gerade von der Beklebung. Ein neuer Bulli beim TuS Haltern, da müssen wir natürlich beim Chauffeur und Jugendkoordinator Horst Albert mal nachhaken. Das ist unser neuer TuS-Bulli, ein Jugendbulli, damit die Jungs vernünftig zum Spiel chauffiert werden. Du musst mal hinten steht ganz klare Ansage drauf, auf dem Bus. Wer macht den Bullifahrer, du dann demnächst? Oder? Die Mannschaften, die Trainer, je nachdem, wer damit unterwegs ist. Von den Minikickern bis zur A-Jugend wird der Bus jetzt deutschlandweit eingesetzt. Na dann wünschen wir den kommenden Nationalspielern mal gute Fahrt. Wie sich der TuS-Nachwuchs über den neuen Bulli freut und wie sich die erste Mannschaft zum Rückrundenauftakt beim SSV Buhr geschlagen hat, das sehen Sie dann in der nächsten Folge. Stauseekampfbahn, wollen wir hoffen, dass es dann nicht heißt... Immer ist der Platz schuld, ne? Immer ist der Platz schuld. Und der Gegner hat auf dem gleichen Platz gespielt. TuS, Haltern, mein Herz.